Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von drumfreaks.de. Heute gibt es mal wieder ein freies Video, komplettes Thema, kein Teaser oder irgend so ein Quatsch, sondern nur für dich. 16. Verdopplung mit Bassdrum und Tom. Mach deine Fills wirklich richtig cool. Viel Spaß damit. Wenn du das PDF haben möchtest, bitte schick uns eine E-Mail an info@drumfreaks.de, dann bekommst du den PDF kostenlos dazu. Ja, was haben wir sonst noch am Start? Die meisten kennen es ja. Das ist Drumfreaks Beginner. Da geht es wirklich von 0 auf 100. Das ist Drumfreaks Intermediate von 0 auf 200. Und dann gibt es noch die Gartenarbeit, das und das und das. Und damit kann man super gut und nicht langweilig, also spaßig Noten lernen. So, jetzt viel Spaß mit diesem Video. Genug gelabert. Auf geht's! Klingt schon toll, die Dinger, gell? Aber ist keine Angst, Geschwindigkeit kommt von selber, wir machen es ganz langsam. Kommst du auch als leicht fortgeschrittener Anfänger, würde ich mal sagen, sofort mit. Und wenn du totaler Anfänger bist, trotzdem diese Bewegungsabläufe langsam trainieren, bringt dich auf alle Fälle wieder weiter, auch wenn du es vielleicht nicht sofort sinnvoll anwenden kannst. So, wir machen 16. Verdopplung. Hatten wir ja schon mal, nämlich sowas. So. Also und da gewesen, erkläre ich nicht mehr. Was ist eine 16. Verdopplung? Logo auf einem 16. In dieser Position zwei Schläge spielen, dann entstehen 32. Also ein 32. Paar. Ja, aber heute machen wir das zwischen Bassdrum und einem Tom. Ja, und also alle Figuren, die jetzt da möglich sind, erkläre ich dir nicht. Denn wenn wir die Dinger verbinden, ja, dann musst du manchmal Diddle Rudiments einsetzen. Ja, aber das ist echt High-End. Da systematisch vorzugehen. Ich würde dir einfach heute nur so ein paar Figuren zeigen, die du wirklich sofort in dein Spiel integrieren kannst, sofern du die so geübt hast, dass sie auch rund laufen. So, was machen wir denn als erstes mal? Vielleicht das Teil aufsetzen. Also ganz so lang wird es dann nicht, das Video heute, weil das ist viel zu üben. Und je mehr ich erkläre und je mehr ich zeige, desto mehr wird es zu üben. Und du sollst ja dann auch nächste Woche wieder bereit sein, für ein neues Thema. Also, was wir zuerst mal uns überlegen ist, wo kann ich die 16. Verdopplung machen? Ja, theoretisch, logisch, auf jeder 16. Position. Eins oder E oder und oder die. Also an vier Positionen. Und da überlegen wir uns jetzt mal, wie kommen wir da am besten hin? Mit einem ganz einfachen Handsatz, nämlich wir nehmen einen Single-Handsatz tatsächlich. Ja. Und wenn du jetzt die Bassdrum auf die 1 setzt, ja, und dieses die 1 verdoppeln möchtest, ja, dann würde ich dir empfehlen, dass du tatsächlich erst einmal einen Single-Handsatz spielst zwischen Bassdrum und der Snare und nur die 16. erstmal spielst. Also, ich zähle mal ein und dann kriegst du schon mit. 3E und die 4E und die 1E und die 2E und 3E und die 4E und die. So, und jetzt merkst du, normalerweise ist unsere Time als Rechtshänder mit der rechten Hand gespielt. Time ist aber jetzt eine Bassdrum. Die Verdopplung, also der zweite 32. Schlag, der wird jetzt auch mit rechts ausgeführt. 4E und die 1E und die 2E und die 3E und die 4E und 1E und die 2E, die 3E und die 4E und die. Der große Vorteil ist dabei, wenn diese Verdopplung jetzt mit meiner Führungshand gemacht wird, dann kann ich die auf jede Position setzen, weil meine rechte ist ja ganz frei. Schwierig wird es mit der linken. Ja, da müsste ich ja dann praktisch irgendwie so über Kreuz gehen und das ist nicht möglich bei diesen Tempi. Ja, es geht einfach überhaupt nicht. Also Akzent auf E oder die erstmal, ja,
machen wir die auch mit der linken Hand. Also wir setzen die Bass Drum jetzt mal auf die E. 3 E und die 4 erstmal nur 16. 1 E und die 2 E und die 3 E und die 4 E und verdoppeln. 1 E und die 2 E und die 3 E und die 4 E und die. Das war's schon. Ne? Derjenige im Vorteil, der so wie ich normalerweise hier nicht, aber am Live-Kit hier nochmal einen Standturm hat. Da kannst du dann auch einen tiefen Klang damit einfügen. Aus solchen Gründen habe ich das auch. Ja, also viel leichter mit beiden Händen da wirklich einen symmetrischen Aufbau zu haben und alles erreichen zu können. Ja, deswegen auch hier eine Closed Hi-Hat, deswegen hier ein China und live habe ich auch auf der anderen Seite nochmal einen China für so Betonungen. Also da baue ich wirklich alles eher symmetrisch auf. Ja, Toms nicht, aber ich kann Bock. So, aber Standtom auf alle Fälle und so, dass man so auch mal tiefe Schläge mit der linken Hand machen kann. So, wir gehen weiter, wir rutschen die Bassdrum einfach noch ein Stück weiter, dann landet die auf der Und. 3 E und die 4 E und die 1 E und die 2 E und die 3 E und die 4 E und verdoppeln. 1 E und die 2 E und die 3 E und die 4 E und die 1 E und die 2 E und die 3 E und die 4 E und die. Alle langsam gezeigt. Ich muss ja nicht die ganze Zeit angeben. Du hast ja im Vorspiel gesehen, dass das auch schnell geht. Schau erst mal dir das wirklich genau an und dann langsam auf Tempo kommen. Also wirklich gemütlich anfangen. Und dann schön allmählich, wenn du dich wohlfühlst. Das geht auch. Ich kann tatsächlich dann auch den folgenden Schlag noch auf einem Tom spielen. Macht einen mords coolen Sound. Ja? Also kannst auch mal so ein bisschen probieren. Ja? Mach dich ein bisschen frei. Versuch alle Möglichkeiten irgendwie mal durchzusteppen. So, was machen wir als nächstes? Logischerweise die Bassdrum rutscht weiter auf die D. 3 E und die 4 E und die 1 E und die 2 E und die 3 E und die 4 und die verdoppeln und die 3 E und die 3 E und die 4 E und die 1 E und die 2 E und die 3 E und die 4 E und die 2 E und die 3 E und die 4 E und die 1. Das geht auch, ja? Wow! So ein klasse Phil, auch wenn der nur auf der 4 kommt. Ja, jetzt wird es langsam doof, ne? So, jetzt haben wir diese Figuren, also wir haben einen Viertelabstand erstmal gemacht. Natürlich kann man diese Figuren super auch in einem punktierten Achtelabstand machen. Das heißt, über drei Sechzehntel spielen. Allerdings interessant, ja, wenn ich das jetzt mal einfach wieder die Bassdrum auf den ersten setze, ja, dann kommt das dabei raus. Anders fast nicht möglich. Ja? Das heißt, ich habe jetzt hier einen Doppelschlag eingefügt. Ja? Das ist schon eine haarige Nummer. Also wirklich für die super Fleißigen, für die ist sowas vorbehalten. Also wir spielen praktisch vom Hand-Fuß-Satz erst. Fuß, linke Hand, rechts Akzent und der zweite, den lassen wir so abtropfen, damit der leise bleibt. Aber das ist wirklich eine haarige Nummer, da würde ich dir empfehlen, tatsächlich kannst du mal ein bisschen üben, aber muss nicht sein. Ja? Was passiert, wenn ich das unbedingt einen Standtom spielen möchte, dann müsstest du praktisch so spielen.
logischerweise deine Führungshand spielt das Standtom und der Doppelschlag muss dann mit der schwachen Hand erfolgen. Kann man das immer wechseln, damit das nicht so stressig wird und wir in Singles bleiben können? So, also kann man machen, finde ich total unbequem. Ich würde es so nicht spielen. Ich müsste mich jetzt auch tatsächlich 2-3 Stunden hinsetzen und das üben, um das auf Tempo zu bringen. Ist mir gerade so eingefallen. Könnte man ja machen. Und könnte man ja machen, das ist jetzt deine Aufgabe, versuch die Figuren doch mal tatsächlich ein bisschen einzubauen. Ja? Also spiel einen Groove, nimm dir irgendein Playalong, was du schon mal bekommen hast, was einigermaßen machbares Tempo hat. Vielleicht nicht unbedingt über 100 erstmal und dann spielt er Filz draus. Und jetzt muss die Figur ja nicht viermal hintereinander kommen, sondern die kann ja auch nur auf der 1 kommen zum Beispiel. Ja? Also 1 war Akzent mit der rechten Hand. Wunderbar, können wir einen Standturm einbauen, also diese Figur. Ja? So, und dann irgendwas anderes danach. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. 1 und die 2 und die 3 und 4 und 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Also mach, was du möchtest, da hab richtig Spaß mit den Dingern, aber mach erst diese Vorbereitungen. Dazu bekommst du, wie gesagt, ein PDF und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß dabei.